Leute, Leute, das wird's, das wird's. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe ein hervorragendes Gefühl. Nein, was macht er denn? Das hat er noch nie gemacht. Boah, was? Okay, wir sind alleine mit ihm. Ich bin vergiftet. Nein, nein, nein. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro. Mit neuem Intro, mit neuem Avatar, alles neu, mit neuer Motivation, Yuzo zu besiegen. Und genau das habe ich heute immer noch vor. Mit dem habe ich immer noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich wollte jetzt mal als neue Taktik ausprobieren, ob man denn auch einfach an allen vorbeirennen kann, um Lebensenergie zu sparen. Das ist auch so eine Taktik, die ich in Dark Souls gerne mal gemacht habe. Ob die mir überhaupt hinterherrennen? Oder ich hier eigentlich meine Ruhe habe, wenn ich mich einfach nur schnellstmöglich aus dem Staub mache. So, bleib jetzt mal kurz hier und warte ab, ob ich weiterhin verfolgt werde. Ja, einer ist da. Ah, da kommt auch schon der nächste. Na gut. Hätte funktionieren können. Aber ich glaube, das könnte schon funktionieren. Wenn ich mich ein bisschen besser verstecke danach, dann... Naja, ich komme jetzt erstmal wieder ein bisschen rein. Ne, erstmal ein bisschen wieder in die Steuerung reinfinden. Alles gut. Okay, drei haben mich verfolgt. Vier mit dem hier. Der aber nicht mehr weiß, wo ich bin. Das werde ich natürlich zu meinen Gunsten ausnutzen. Ach, ich kann hier unten durch. Ach, schau an. Kuckuck. Alright. Ich möchte mich am besten von denen mit den Schilden entledigen, sofern das irgendwie geht, unbemerkt. Weil die nerven am meisten, wenn ich den Kerl bekämpfen möchte. Wo ist er denn überhaupt? Hä? Ist er gar nicht mehr da oder was? Hat er sich jetzt selber gedacht? Ah, der Kerl, ah nee, da hinten. Da hinten steht er. Ich dachte schon, das Spiel dachte, nee, da kommt er nicht vorbei. Wir befreien ihn von dieser Last. Aber so nett ist man nicht zu uns. Wir müssen uns durch alles durchkämpfen. Also, ich schaue mir nochmal alles an, was wir haben. Also, wir haben diesen Schild-Dulli, das ist der nervigste. Dann haben wir noch ein paar Bogenschützen. Die sind auch nervig im Nahkampf. Und dann haben wir... Ah, da hinten nochmal ein Schild. Ich versuche jetzt so viel wie möglich zu eliminieren von denen, um mich dann aber wieder zu verstecken, damit ich im Idealfall einmal von hinten angreifen kann, dass der wirklich nur noch einen Todesstoß braucht. Und ich dann aber noch den Kollegen, der da hinten ganz klein im Hintergrund steht, noch zur Hilfe holen kann. Also probieren wir es aus. Wir machen den hier weg. Ziehen hier ganz schnell weiter. Ja, ja, genau. Sag mal, wie wechsle ich denn nochmal... Okay, okay, das war... Ich bin völlig unvorbereitet hier reingegangen. Wie wechsle ich denn nochmal mein Special da? Also diese Ninja-Sterne oder zur Axt oder Hilfe. Ach ja, okay, ich hab's gefunden. Und ausführen tue ich die so, okay. Ja, 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 nein, nein. Wir machen das direkt nochmal. Also ich musste das nochmal ausprobieren. Ich sterbe jetzt auch direkt. Nee, wir wollen das richtig machen. Jetzt habe ich die Steuerung einfach wieder nicht so ganz parat gehabt. Wie das so ist, wenn man es mal eine Weile nicht gespielt hat. Okay. Kein Problem. Noch ist meine Motivation hoch. Und meine Zuversicht, dass das heute ein Ende mit ihm nimmt, auch. Ihr interessiert mich nicht. Komme ich hier eigentlich irgendwie schnell rüber? Nein. Ich hier.
hier schneller vorbei? Irgendwo ins Wasser? Ah, super, ja, komm ich. Und kann ich mich hier irgendwo noch besser verstecken? Ach, Mist. Hier jedenfalls nicht, aber ich kann ja einfach mal weiter hier hinten hinlaufen. Weil, sofern ich mich erinnere, sind hier hinten gar keine. Ah, da geht die Musik auch gleich weg. Okay. Hier kommen wir hin. Ungesehen. Von hier gibt es aber keinen Weg rein, ne? Das ist alles abgesperrt hier. Sei denn, hier hinten ist noch eine Tür offen? Nö. Okay, nee. Dann haben wir aber immerhin schon mal einen Weg, wie wir hier hinkommen, ohne uns in zu viele Kämpfe zu verwickeln. Dann steht hier einer um die Ecke. Den kriegen wir so weg. Dann sieht uns der andere. Auch schnell weg mit dem. Und dann hat uns sonst aber niemand gesehen. Wie ist es denn, wenn ich die jetzt alle hier reinlocke? Kommt der Yuzo überhaupt hier durch? Der ist ja schon ein doller Brocken. Dann versuchen wir den doch mal hier abzuwimmeln. Also nach wie vor den Schildtypen als erstes. Und dann aber nicht hier drauf einlassen. Sondern uns hierher zurückflüchten. Und schauen, wer uns bei dieser kleinen Reise begleitet. Da wäre jetzt ein Bogenschütze, der ganz allein frei steht, weil die anderen alle ein bisschen nervös da hinten rumhoppeln. Den hole ich mir kurz. Oh, der Yuzo ist doch relativ nah. Dann mache ich den weg. Und verziehe mich wieder hier rein. In der Hoffnung, dass mein Freund noch nicht beschlossen hat, am Kampf teilzunehmen. Nein, sieht gut aus. Ich glaube, so machen wir es. So ist es gar nicht... Oh Gott. Ich wollte sagen, so ist es gar nicht schlecht. Aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Nee, nee, nee. Ich möchte ihn schon alleine haben. Und ich möchte ihm vor allem auch einmal in den Rücken stechen können. Weil das erspart uns im Nachgang dann doch viel Arbeit. So. Ich glaube, hier hinten sind wir unsichtbar. Ja. Also wenn die Musik verklingt, können wir immer sicher sein. Das war's. Ach, jetzt habe ich gar keine Axt mehr. Jetzt habe ich gar keine Axt mehr. Jetzt habe ich die... das wollte ich nicht. Jetzt habe ich schon eine Kürbisflasche genommen. Das wollte ich überhaupt nicht machen. Der Klassiker. Und jetzt ziehe ich mir auch noch mal die Hälfte ab wie ein Trottel. Okay. Nö, kein Problem. Nö, gar kein Problem. Unser Plan ist wasserfest. Das wird schon gehen. Wir suchen jetzt nochmal den zweiten Freund mit dem Schild. Der ist da hinten. Sofern wir an den rankommen. Ja, sehr gut. Den nehmen wir auch noch schnell mit. Und dann gehen wir wieder. Nicht gut spielen, sondern schlau spielen, Freunde. Wie ein kleiner Feigling. Ich möchte an dieser Stelle, weil es gerade ein bisschen passend ist, nochmal revidieren, was ich letztes Mal gesagt habe. Da habe ich nämlich gesagt, es gibt ja Samurai, Ninja, Shinobi. Das war komplett falsch. Also wir sind hier schon mal ein Shinobi. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Aber Shinobi und Ninja ist genau dasselbe. Also Shinobi ist einfach nur ein anderer Ausdruck für Ninja. Das heißt, das trifft sich gut, dass wir hier im Verborgenen arbeiten und uns so unseren durch die Welt meucheln, weil Ninja das auch tun.
So, jetzt haben wir noch den da mit der Fackel. Den mache ich zuerst weg. Nein, 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 nein. Okay. Einmal Kügelchen nehmen. Jetzt haben wir zwar nur noch eine Kürbisflasche. Allerdings haben wir nur noch Yuzo. Und wir haben noch unseren Freund, der uns unterstützen kann. Yuzo sieht uns gleich nicht mehr. Das heißt, wir können ihn schon mal die Hälfte von seiner... Ach, sagte er und wurde wieder gesehen. Die Hälfte von seiner gesamten Energie abziehen. Das ist ja geschenkt quasi. Und genau das werde ich tun. Und danach unseren kleinen Samurai, Shinobi, was auch immer, Freund noch dazu holen. Und dann wird das was, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, jetzt kotzt er durch die Wand. Das ist natürlich blöd. Das heißt, er sieht uns noch. Warum sieht er uns hier? Ich sehe auch immer noch seinen Lebensbalken. Das ist blöd. Ach, da ist er, ja. Nee, so geht das nicht, Yuzo. Du musst dich jetzt ein bisschen beruhigen erstmal wieder. Wir müssen uns jetzt beide erstmal nochmal ein bisschen beruhigen. Sehr gut, okay. Ist mein Freund noch da? Ist mein Freund noch da? Oder hat er sich schon mittlerweile auf eine Selbstmordmission begeben? Wo ist Yuzo denn? Ach, da oben im Gang, okay. Und wo ist er? Er steht da, jawohl, das ist gut. Das ist gut. Jetzt muss der sich nur nochmal umdrehen. Oder ich kann ja eigentlich... Ich kann ja auch eigentlich direkt von der Seite kommen. Aber wie ich mein Glück jetzt kenne, dreht er sich genau in dem Moment um, wo ich jetzt hier reinlaufe. Nein, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Leute, Leute, das wird's. Das wird's. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe ein hervorragendes Gefühl. Los geht's. Ah, jetzt nicht zu übermütig werden. Nicht zu übermütig werden. Nein, was macht er denn? Das hat er noch nie gemacht. Boah, was? Okay, 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 okay. Noch nichts verloren, noch nichts verloren. Stehe schnell wieder auf, solange er noch da ist, der andere. Okay, wir sind alleine mit ihm. Ich bin vergiftet. Nein, nein, nein. Aber guck mal, wie knapp das war. Ey, der Plan war aber gut. Der Plan war gut. Nee, das schaffen wir jetzt. Ich habe mich halt extra dumm angestellt. Aber... das ist ja super machbar so. Also, da sehe ich jetzt hier sehr viel Land. Okay, kein Problem. Wir machen dasselbe nochmal, wie gerade eben. Lassen uns von denen hier gar nicht beirren. Hier schnell links. Und dann erstmal hier hinten hin. Bis die uns gar nicht mehr sehen. So. Das ist super, die verfolgen mich halt echt nicht, ne? Das gibt mir echt viele Möglichkeiten. So, dann schnappen wir uns den hier. Ey, wer schießt denn da noch auf mich? Irgendeiner hat mich da noch auf dem Kieker. Und ganz da hinten. Sei still. Wir agieren noch im Geheimen. So. Jetzt müssen wir die nochmal gezielt nacheinander ausschalten. Erst die nervigen Kollegen. Nein, du triffst mich nicht. Nein, nein, nein.
Dann gehe ich nochmal zurück. Hier habe ich meine Ruhe. Auf jeden Fall hier hinten. Okay. Das war Numero Uno. Oder Ichi. Wir sind ja immer noch im Japanischen. Und dann kommt jetzt Numero Ni. Der wartet hier. Ah, der sieht. Sieht der mich? Nee. Der sieht mich nicht. Der ist ein bisschen schwer vom Begriff. Ist unser Freund noch da? Das ist auch ganz wichtig. Sehe ich den von hier überhaupt? Nee, der ist hinter Yuzo versteckt. Okay. Wir wollen jetzt erst wieder den mit dem Schild. Und den noch schnell hinterher. Und dann nochmal weg. Warte mal, das hat gerade gar keiner mitbekommen. Das ist ja verrückt. Da hinten läuft komischerweise einer rum. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt sein kann. Ach, das ist der, der hier normalerweise vorne mitsteht. Dann haben wir hier nur noch einen mit... Ah, nee. Da sind noch zwei. Okay. Dann machen wir erst den Bogenschützen. Vielleicht bemerkt es sogar gar keiner. Na doch. Nee, nicht zu gierig. Lieber nochmal eine Ehrenrunde drehen. Und den da hinten können wir uns auch schnappen. Der ist nämlich ganz alleine. Sehr gut. So weit, so gut. Dann haben wir noch den hier. Der netterweise... Ah, ärgerlich. Aber das hat mir zum Glück nicht viel abgezogen. Der netterweise ganz alleine rüberkam. Und schon war es nur noch er. Wir haben diesmal zwei Kürbisflaschen, dürfen einmal sterben und haben unseren Freund. Also Leute, jetzt aber. Jetzt machen wir das Ding. Okay. Los geht's. Komm, aktivier dich. Ja, los geht's. Noch sieht's sehr gut aus. Also meinem Kollegen geht's nicht mehr allzu gut. Aber mir geht's dafür noch hervorragend. Okay, unser Freund ist jetzt weg. Aber Yuzo ist so gut wie erledigt. Jawohl, diesmal. Oh, wir sind vergiftet. Es ist nicht so schlimm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir sind auch gar nicht vergiftet, wir sind nur angegiftet. Ey, kein einziges Mal hat er mich getroffen bisher. Kein... Okay. Ah, scheiße. Okay. Konzentration. Schnell ein Säftchen trinken. Komm, das ist noch ein Mini-Balken. Ja, hör auf damit. Nein, du packst uns nicht. Ah. Nein. Komm. Ja. Oh, Leute, da war er. Da ist er. Weg ist er. Unkultivierter Sacke.
Sake. Eine Flasche voll trübem, unkultiviertem Sake. Sake ist zum Teilen da. Dieser trübe Sake ist einer von Ishin Ashinas Favoriten. Er hat einen reichen, vollen Geschmack. Andererseits genießt er den Ruf, einen zu schnell betrunken zu machen. Eine Gebetsperle noch? Super! Da haben wir jetzt schon die zweite, können wir bald unsere maximale Vitalität erhöhen. Und das war's, Freunde. Der ist weg. Der Mann ist fort. Jawohl. Ah. Befriedigend, befriedigend. Mir ist gerade noch eingefallen, wir hatten doch mal irgendwie so Bücher gefunden. Ich habe mich gefragt, ob die irgendwo im Inventar auftauchen, dass man da quasi was mitmachen kann. Aber es sieht nicht so aus. Okay, was machen wir mit dem Sake? 99 Stück können wir davon besitzen. Dann ist das gar nicht so selten, oder was? Vielleicht können wir das ja irgendwann einem NPC geben und dann hilft er uns oder so, wenn er schon extra steht. Sake ist zum Teilen da. Ah. Wir dürfen voranschreiten, Freunde. In unerforschte Gebiete, in denen uns wahrscheinlich noch Schlimmeres erwartet. Aber wir freuen uns kurz über den kurzen Sieg über Yuzo. Den Huso. Löschpuder, ja. Nehme ich gerne mit. Was haben wir hier noch Feines? Kügelchen. Kann ich euch auch gleich nehmen. Oh, was watschelt hier rum? Ach so, einer. Hallo. Also im Haus Bogenschießen würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Blöde Idee. Öl. Was machen wir mit Öl? Ach so, da können wir Feinde in Brand stecken. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal so Feuerpfeile oder so. Dann könnte man nämlich im Boss nämlich auch einfach mal mit Öl bewerfen und danach irgendwie in Brand stecken. Ah nee, ich habe doch so eine Feuer... Ja, ich habe ja sogar ein Flammenrohr, so eine Feuerfähigkeit. Da kann ich das ja sogar machen. So, ich hätte jetzt gern einen Checkpoint, Freunde. Ein Checkpointchen. Meinen Zwischenstand... Ah, da ist er doch. Kommt wie gerufen, um meinen Zwischenstand zu speichern. Mibu-Ballon der Seele. Mibu-Ballon voll Urquellwasser. Getränk mit dem Segen für verstorbene Seelen. Hatten wir das schon mal? Lässt man ihn platzen und betet, erhalten alle, auf die sein Wasserspritz zeitweise mehr Auferstehungsmacht. Der älteste der Mibu-Ballons, den die Mibu-Priester als Friedensangebot für die Verstorbenen platzen lassen. Das ist, glaube ich, unser erster von denen, oder? Ja. Erhalten alle auf diesem Wasserspritz zeitweise mehr Auferstehungsmacht. Was ist denn wieder Auferstehungsmacht, Freunde? Ich weiß es nicht. Oh, hier können wir reden. Okay, ist wohl der Hausherr noch irgendwo im Haus drinnen? So, speichern. Sehr gut. Haben wir irgendwie noch was an Fähigkeiten zur Verfügung? Zwei Fähigkeitenpunkte habe ich noch. Die geben wir natürlich direkt aus. Prothesenkünste. Hier habe ich noch gar nichts geholt. Was haben wir hier nochmal? Treibender Schnitt gewährt die... Kampfkunsttreibender Schnitt ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Geeignete Prothesenmodule, Wurfstern und zwei Unbekannte. Das heißt, wenn wir einen
Stern werfen, können wir danach sehr schnell voranschreiten und einen Schlag ausführen. Oder Greifhakenangriff. Schleudere ich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Das ist ja cool. Eignet sich perfekt, um Bewegungen mit Angriffen ohne überflüssige Bewegungen zu kombinieren. Na, ob das nicht mit überflüssigen Bewegungen einhergeht, wenn man extra auf einen zuschwingt, wage ich zu bezweifeln, aber wir machen das trotzdem mal. RB während der Greifhakenbewegung. Cool. Ja, probieren wir mal aus. Ein Pünktchen haben wir noch. Das andere fand ich erstmal nicht so interessant. Vielleicht noch Flugparieren oder beim Sprinten gleiten. Ja, das finde ich eigentlich auch cool. Möchte ich gerne mal ausprobieren. Na, jetzt können wir nämlich so kurz über den Boden rutschen. Kann man das mit einem Schlag verknüpfen? Na, nicht wirklich. Oder man muss es richtig timen. Nee, macht er nicht. Schade, okay. Hier sind eigentlich die meisten NPCs, die wir treffen, entweder verrückt oder schon dabei, ihren letzten Atemzug zu atmen. Sonata, Wakasama no kono saki e iku no wa yamete oke. Osarashiki genjutsu yo. Tane narashi ga nakereba. Knallsamen, die wir anscheinend brauchen, um jetzt den Boss, der gerade irgendwie angekündigt wurde, zu besiegen. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Wir sind jetzt vom Regen in die Traufe geraten. Also Yuzo war jetzt wahrscheinlich das kleinere Übel. Jetzt kommt's dicke. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer der Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Ich befürchte, der nächste Boss kann sich in mehrere Bosse teilen. Nur einer ist der echte. Und wenn wir in diesen Raum gehen, landen wir auch direkt bei ihm wahrscheinlich. Aber ja, du hast halt nichts drauf, ne? Das ist. Oh, der hat noch was Neues gesagt. Das habe ich jetzt weggedrückt. Ja, der muss seine Mutter retten. Okay. Was passiert jetzt? Oh, jetzt passiert was. Es passiert doch was. Warte, wir rüsten diese Knallsamen aus. Wir haben die halt nur einmal, ne? Das ist ein bisschen witzlos. Also beim ersten Mal die zu verwenden, ist Quatsch, weil wir das erste Mal nicht überleben werden. Höchstwahrscheinlich. Aber es sollen ja auch Wunder geschehen. Vielleicht wird's ja auch beim... Wird's ja ein First Try, ne? Also Kügelchen... Wieso habe ich eigentlich nur eine Kürbisflasche? Ach, ich habe vergessen zu rasten. Na, das machen wir noch. Das machen wir noch. Ich habe gar nicht gerastet. Deswegen ist meine Energie auch nicht mehr aufgeladen. Anfängerfehler. Okay. Den machen wir nochmal weg. Alles klar. Ja. Okay. Es geht los. Gibt es hier noch einen Hinweis? Vielleicht Abwehr. Ja. Wird man hier verspottet wahrscheinlich noch, bevor der Kampf losgeht. Aha, nee, der macht gar nichts. Und hier haben wir noch... Auch irgendein Quatsch. Ja, was willst du uns damit sagen, Freund? Tatami beiseite schieben. Es geht in den Keller. Oh je. Aber vielleicht ist es ja ein Boss, den wir alleine bekämpfen können. Ohne Gegner drumrum. Ey, warte mal, verschlossen? Ja, und jetzt?
Das war jetzt nicht der Plan, dass hier verschlossen ist. Hä? Wollt ihr mir sagen, dass man das hier aufhauen kann? Nee, ne? Hä? Wo hätten wir das jetzt denn herbekommen sollen? Warte, wo ist der hin? Der ist einfach schon durchgegangen, ne? Der hatte wohl schon einen Schlüssel. Ja, Mist. Wir kommen hier gar nicht weiter. Das ist jetzt natürlich ernüchternd. Ist hier ein Schlüssel versteckt? Nee. Kannst du uns mal weiterhelfen? Nee, du willst nur von deinen Knallsamen erzählen. Ja, dann schaue ich nochmal in den Räumen hier, ob ich hier alles erwischt habe oder was übersehen habe. Gibt es hier noch einen Schlüssel zu holen irgendwo? Na, draußen stehen es natürlich wieder alle. Hier drin geistert ein Bogenschütze und ein Schwertkämpfer rum. Die Frage ist nur, ob hier auch noch ein Schlüssel umhergeistert. Brauchen wir ja wohl. Wo lang? Was tun? In dem Gebiet draußen war ja auch nichts mehr, oder? Also abgesehen von diesem See. Vielleicht kriegen wir den aber auch erst später oder so. Was geht hier? Ist das ein Insider, dieses Ding hier? Ah. Komm, gib du mir doch einen Schlüssel. Ich möchte gerne retten, aber ich habe keinen Schlüssel. Was soll ich tun? Was? Ich würde ja gerne. Aber hier ist wirklich eine Sackgasse für mich. Hier geht's faktisch nicht weiter. Tja, okay. Nö. Dann checke ich jetzt nochmal kurz die Gegend draußen aus. Und ansonsten fürchte ich, müssen wir erstmal in andere Gebiete, weil hier geht's für mich nicht weiter. Ich schaue hier noch, ob es eine falsche Wand gibt oder eine Wand, die man zerstören kann, weil es sind ja alles nur Papierwände hier, immer in diesen japanischen Häuschen. Ist eigentlich unser Freund wieder da? Lebt er wieder? Oder war das auch so ein einmaliges Ding? Hier geht's nicht lang. Vielleicht da links nochmal irgendwo. Nee. Unser Freund ist nicht mehr da. Hat uns auch keinen Schlüssel hinterlassen. Hier brennt's überall. Ha. Vielleicht. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder an unseren Schwertfreund. Nicht Schwertfreund, an unseren Speerfreund, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben. Vielleicht müssen wir den besiegen, um an den Schlüssel zu kommen. Ist das ein Plan? Weil hier drin ist ja auch nichts. Hier ist ja nur auch nichts. Außer Leute, die Stress suchen. Funktioniert denn das jetzt eigentlich mit dem Greifhaken und Feinden? Das habe ich jetzt auch nicht. Irgendwie macht er nichts. Egal. Ey, nicht sterben jetzt. Nee. Ich wollte nur kurz zurück zu meinem Altar. Heißt nicht Altar, es heißt Figur des Bildhauers. Okay.
Tja, dann reisen wir nochmal. Wo war denn das? Hier, glaube ich. Dahin und versuchen, den Sperrtyp hier wegzubekommen. Direkt mal gesehen worden. Machen wir nicht. Mit euch haben wir gar nichts zu tun, Freunde. Wir wollen hier eigentlich nur... Ach, hier geht's gar nicht weiter, ne? Hier war ich schon mal. Das ist eine Sackgasse. Wenn man hier auch nicht mehr mit dem Greifhaken hochkommt. Und er sich auch nicht festhalten will, komischerweise. Warum eigentlich nicht? So rein praktisch kommt er da ja dran. Aber er hält sich nicht fest. Naja. Komme ich ja trotzdem am besten irgendwie ungesehen rüber über das Ganze, über die ganze Chose. War ich da hinten eigentlich schon drin? Das kommt mir gerade so unbekannt vor, dieses Gehöft hier. Hier war ich ja schon. Ah, um Gottes Willen, ja, hier war ich. Das ist ja das Anfangsgebiet. Ah, no. Weg. Jetzt haben wir natürlich alle wieder auf uns aufmerksam gemacht. Okay, nee, wir müssen da geradeaus durch. Das war schon richtig so. Oh Mann, der läuft da nicht drauf, richtig, oder wie? Ich dachte, ich kann da bestimmt drauf laufen. Ah, kann ich. Okay. Im Idealfall sehen mich die Dullis da unten und nicht. Oh, und dann fliege ich runter. Auf ein neues. Ja, dann sollen die mich halt sehen. Tun sie gar nicht. Tun sie ja trotzdem nicht. Okay. Dann ging es hier weiter zu den Streithähnen. Und den... Was ist hier eigentlich passiert? Hier ist ja ein grauenvoller Anblick. Hier sind die Streithähne hinter der Mauer gewesen. Die kann ich belauschen. Habe ich aber schon gemacht. Und hier geht's dann irgendwo... Wo geht's hier eigentlich lang? War ich hier noch gar nicht. Ah, hier gibt's noch ein kleines Item. Verhüllte Jizo-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Eine Einheit Auferstehungsmacht. Das Einhüllen einer Jizo-Statue steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sich sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Ist das ein Ding, was man einmalig verwenden kann? Wahrscheinlich, ja? Das wüsste ich gerne. Eins von eins im Besitz, weil vielleicht habe ich jetzt ja theoretisch immer noch mal die Möglichkeit, wieder... nochmal auferstehen zu können, das wäre ja eigentlich ganz nice. Ah, ist dafür dann auch dieser neue Ballon? Zeitweise mehr Auferstehungsmacht? Ah, dann lädt sich das schneller wieder auf, das heißt, wir kommen schneller wieder an ein Extra-Leben quasi. So, wir schleichen uns an fast allen vorbei, hier hört es dann auf. Die habe ich aber auch gar nicht mal so Bock gerade. Okay, wir suchen uns einen Sperrmenschen. Da hinten ist er. Weil ich den im Verdacht habe, den Schlüssel zu haben. Allerdings hat er mich echt letztes Mal ziemlich... ins Verderben geritten. Da unten steht jetzt nämlich noch so blöd einer rum.
Und ich fürchte, wenn ich gegen den kämpfe, merken das die zwei hier hinten, die vor mir sind, auch noch. Und der hier vermutlich auch noch. Naja. Ich mach jetzt erstmal den hier weg. Der ist nämlich am offensichtlichsten im Weg. Jetzt haben mich die anderen beiden da oben nämlich gesehen. Okay. Komm, geh da hoch. Ah, nein. Ach, hier unten passiert ja nichts. Das ist okay. Das ist okay. Hier unten darf ich sein. Das klappt jetzt diesmal deutlich besser mit dem Verstecken wieder. Letztes Mal haben die mich auf alle Ewigkeit verfolgt gefühlt. Da ist er, der Sperrdulli. Macht das Sinn, den jetzt anzugreifen, weil die anderen merken das dann ja auch, ne? Und wenn ich mich dann wieder verstecke, dann hat er eh wieder seine zwei Leben quasi. Mach ich erstmal den hier weg. Der steht nämlich auch immer im Weg. Und die zwei da oben hätte ich auch gerne noch weg, bevor ich mich an den Sperrmenschen wage. Einmal hoch. Oh, und hier werden wir direkt gesehen. Klasse. Von allen? Ne, nur von den beiden. Okay. Ah, doch, der hört es. Dann kommt dazu. Der kommt dazu. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Sperrmensch reicht uns erstmal. Auf einmal. Wieso hat denn der uns direkt gesehen gerade da? Na gut. Jetzt steht er natürlich bei den anderen beiden da oben. Wo ist denn der dritte im Bunde? Da waren noch drei. Was macht er jetzt? Gegen wen kämpft er? Was war das? Was war das? Ah, hier ist der dritte. Sperrmensch ist noch oben. Guck mal. Das wird sogar was hier. Ah, fast. Jetzt nochmal verstecken. Ich glaube, der sieht mich. Der weiß gar nicht, wo ich bin. Nee, ist sehr gut. Okay. Der Typ hat ja nicht mal einen Namen, oder? Also so schwer kann der ja wirklich nicht sein. Ah doch, er hat einen Namen. Shinobi-Jäger Enshin von Miesen. Hier kämpfe ich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Hier ist ein bisschen unübersichtlich. Komm mal lieber runter. Komm mal lieber runter. Ah. Ah, je, oh je, oh je, der... Ah, der ist echt schwer. Ich finde den echt schwer. Alter. Weil der muss mich ja wirklich nur einmal treffen. Und dann war's das. Komm, dreh dich um. Wenn ich hier länger warte eigentlich, dann sterbe ich einfach, gell? Ja, Mist. Alter, guck mal, im Sprung. Oh. Man dürfte ja eigentlich meinen, dass Sperrkämpfer im Nahkampf einen Nachteil haben. Also im sehr nahen Kampf. Weil der Speer ja nur zum Stechen da ist und zum Schwingen eher nicht. Okay, ja, der Weg hier nervt mich tatsächlich auch ein bisschen. Das ist deutlich zu weit für so einen Miniboss. Aber wir kriegen das schon hin. Kann man hier nicht auch mal Doppelsprung machen irgendwie? Nee, ne? Gibt keinen Doppelsprung. So, an euch muss ich eh vorbeirennen.
Dich nehme ich mit. Ihr seid zu langsam. So, da sind wir wieder. Den Kollegen unten machen wir weg. Den Bogenschützen machen wir weg. Und dann müssen wir auch schon wieder weg. Weil der Engine von Miesen vermiest uns mal wieder die Stimmung hier. Wieso habe ich denn so Probleme mit dem? Ich glaube nicht, dass der so schwer sein soll eigentlich. Das ist ja wirklich nur so ein Miniboss. Also noch weniger als der... noch weniger als der Yuzo. Zumindest wurde er nicht so krass eingeleitet. Eng. Enge Kiste. Sag mal, wieso schafft er den Sprung denn manchmal nicht? Er nervt mich. Ach, jetzt kommen die auch noch dazu. Nee, nee, nee. Okay. Nochmal kurz verharren. Vielleicht ist der anfällig gegen Feuer, aber es hieß ja nur Rotäugige sind anfällig gegen Feuer, weil ich habe hier immer noch, mal sehen, mein Öl und könnte ihn dann in Flammen setzen. Dann nehme ich doch mal statt diesen Knallsamen das Öl. Wie funktioniert das? Kann ich damit zielen? Ja, super. Von oben bis unten einmal voll gesaut. Und dann nehmen wir das Flammenrohr dazu. Jetzt sehen die mich wieder permanent hier oben. Warum? Hat doch gerade eben so herrlich funktioniert. Mal hier hinten müssen die mich jetzt doch mal aus den Augen verlieren eigentlich, ey. Na? Ob das heute noch was wird, Freunde? Und jedes Mal probiere ich diesen Sprung und nie klappt er. Dumm ist der, der Dummes tut. Okay, dann probiert es aber gleich mal. Wenn ich überhaupt die Gelegenheit dazu bekomme. Das bringt nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt. Ich meine trotzdem, dass es besser ist, näher an ihm dran zu sein. Ja. Das sieht man doch. Ist viel, viel leichter so. Ist viel leichter. Pillepalle. Nee, aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nicht so ein Dulli. Nicht so ein Dulli-Gegner. Der kann doch nicht so schwer sein. Ach, jetzt wurde ich eh wieder gesehen. Hallo. Dich nehme ich mit. Tschüss. Hallo. Dich nehme ich auch mit. Tschüss. Und dich nehme ich mit.
Und dich nehme ich mit. Und dann gehe ich mal wieder in Deckung. Der Sprung klappt manchmal, manchmal nicht. Hey. Es ist mir ein Rätsel manchmal. Es ist mir durchaus. Ich bin Rätsel. Scheiße. So, wer sieht mich jetzt noch? Wer sieht mich jetzt noch? Komischerweise der Typ, ne? Der Sperrtyp. Oh. Nee. Heute werden alle Hühnchen gerupft. War mein Plan. War zumindest mein Plan. Es nervt, dass der mich einfach nicht aus den Augen verliert hier. Da, als ob ich die ganze Zeit da wäre, schaut er mich an. Den machen wir noch weg. Wo ist sein Freund? Oh, direkt dahinter. Ah, verdammt. Ach, jetzt kommt ihn zu zweit. Och Mann, jetzt bin ich schon wieder fast einen Kopf kürzer. Oh, das ist so assi, Das ist einfach unfair gegen den. Was ist er denn jetzt? Oh Mann. Wieso verliert er mich denn nicht mehr aus den Augen? Ist halt einfach ein guter Jäger, wie mir scheint. Oh Mann, wie dumm er da unten rumläuft. Ja klar sieht er mich hier auch noch. Das ist ja absolut logisch. Mann! Ich geh jetzt weg. Lass mich in Ruhe. Ey. Wenn mir einer sagen kann, wo hier der Ort ist, an dem der einen nicht mehr sieht, dann möge er mir das bitte verraten. Ich finde es nämlich echt nervig an dieser Stelle. Ja, okay, hier hinten. Muss ich dann jedes Mal nach da hinten? Okay. Der ist jetzt zwar alleine, aber wir haben keine Heilung mehr. Sag mal, wer hat uns jetzt gesehen? Jetzt sag mir nicht, der hat uns jetzt direkt wieder gesehen. Nee, hat er nicht. Okay, wir haben keine Heilung, können einmal auferstehen und können ihm in den Rücken stechen. Ach, oder können es auch nicht, ey. Vielleicht muss man mehr mit Ausweichen arbeiten, statt mit Parieren. Ja, genau, so ungefähr so, ja. Ah, ja, manchmal schwingt er, manchmal sticht er. Der Blödsack, ey. Blöder Penner. Ja, manchmal klappt das. Jetzt verlier doch mal dein. Ja,
genau das wollte ich, dass er wenigstens einmal. Ah, ich darf nochmal auferstehen? Hä, wieso darf ich? Darf zweimal? Okay. Machen wir das Beste draus. Ja, das. Das war wohl mein Bestes. Leute. Das tut mir leid. Ich hätte gehofft, dass ich ihn in dieser Folge besiege. Aber leider wurde mir dieser Wunsch verwehrt. Aber nicht verzagen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, einen Daumen nach unten, einen Daumen nach oben, Abo. Ihr kennt das Programm. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Mach es gut, viel Spaß beim Zocken und bis bald. Tschüss!